Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin in Back to the Future, dem Videospiel. Das ist mittlerweile auch schon wieder ein paar Jahre alt. Ist von entwickelt worden von Telltale, wurde in Deutschland veröffentlicht, also Publisher für Deutschland ist eben Deep Silver. Und die waren dann auch für die Lokalisation zuständig. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich habe das Spiel bis dato noch nie gespielt. Das war jetzt letztens, habe ich mir das relativ günstig hier bei Steam kaufen können. Da habe ich dann natürlich zugeschlagen, weil das war dann in allen Episoden. Das ist nämlich auch schon wie mittlerweile so irgendwie so ein Standardding von Telltale in eben in Episoden erschienen. Das, was ich an diesem Spiel, was ich im Vorfeld nämlich mitgekriegt hatte in irgendeiner Spielezeitschrift mal, so cool sein soll, ist, dass derjenige, der damals bei den Filmen mitgewirkt hat, was das Drehbuch und sowas angeht, dass der hier dem, dass der da Telltale geholfen hat, also da quasi mitgearbeitet hat, und dass die zumindest in der englischen Version die Synchron, also die Stimmen von hier Fox und also Michael J. Fox und den Darstellern und auch von weiß nicht mehr wie der heißt, der den Doc spielt. Ja, also die haben quasi die Original-Schauspieler als Stimmen verpflichten können. Das ist natürlich sehr cool, das macht unheimlich viel Atmosphäre. In der deutschen Synchronisation weiß ich nicht, ob sie da die Original-Synchronsprecher gekriegt haben. Das werden wir jetzt gleich sehen, oder? Das ist auf jeden Fall Episode 1. Ich werde jetzt nicht für jede Episode quasi ein erstes Video machen, das finde ich ein bisschen sinnfrei. Wenn mir das jetzt gleich gefallen sollte, das Adventure, denke ich, werde ich so machen, dass ich die 5 Episoden einfach der Reihe nach dann auch wirklich spiele. Ich weiß ja, wie ich damals die Filme geguckt habe und ich wollte immer so ein DeLorean haben. Das Auto wollte ich unbedingt haben, wenn ich mal groß bin. Jetzt bin ich groß. Die DeLoreans sind mittlerweile Sammlerstücke, kosten ein Arsch voll Geld dafür, dass das Autos sind, die rein technisch gesehen, naja, jetzt nicht unbedingt die Creme sind, aber einfach aufgrund dieser Filme dermaßen Kultstatus genießen, dass es echt irre teuer ist, so einen DeLorean zu bekommen. Optisch, wow, weiß nicht, ob ich mir so ein Auto heute irgendwie die Garage stellen wollte. Also wenn ich die Kohle hätte, für so einen DeLorean zu kaufen, glaube ich, hätte ich ja genug Kohle, um ein anderes Auto zu kaufen, das mir dann vielleicht sogar schon besser gefallen würde und vielleicht auch mehr, also heutzutage einfach eher mein Geschmack und so entsprechen würde. Vielleicht auch einfach der moderneren Technik entsprechen würde. Das Auto ist halt einfach mittlerweile alt, ja. Es ist veraltet technologisch. So, bitte. Ich will mich da jetzt nicht plagen. Ich finde das immer ganz angenehm. Ja. Lacht jetzt, aber manchmal stehe ich vor so Adventures und denke so, muss. Okay, ich bin bereit. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Einy. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut. Gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf! Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf! Okay, gut. Hab es. Nicht mich! Den Wagen! Den Wagen! Meine Berechnungen stimmen. Dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Ha! Was habe ich dir gesagt? 140 Stundenkilometer!
Die Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1.20 Uhr und 0 Sekunden! Heiß auf! Doc, was ist mit dem Auto passiert? Beruhige dich, Marty! Ich habe gar nichts aufgelöst! Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt! Und wo zum Geier sind sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden! Ich habe ihn in die Zukunft geschickt! Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein! Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf! Moment, Doc. Sekunde. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie eine Zeitmaschine aus einem DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktion... Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. Sehr schön, sehr schön. Oh, jetzt habe ich so Bock drauf, die Filme wieder zu gucken. Sehr schön, dass es mir stürmt, wie heißt die? Notizbuch, Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Das ist es! Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt proportional zur 4. Wurzel von N. Im 9. Wären die Konsequenzen katastrophal. Wow, Déjà-vu. Doc? Großer Gott! Doc, was ist? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Zurück! Doc! Doc! Marty, ist alles okay? Lisa, der helle Wahnsinn. Ja, Mann, das Plakat von Word Science. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1900. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Ja, es käme natürlich die Originalmusik, aber ich habe natürlich die Musik ausgeschaltet, weil so eine Musik ist... Universal müsste das Studio sein, natürlich geschützt, und dann kriege ich natürlich sofort hier von YouTube mal drauf kaum. Jules Verne, sammelte Werke. Ja, die habe ich auch, also nicht in der Ausgabe, aber ich habe auch natürlich Jules Verne komplett. Ah ja, das kennen wir aus den Filmen. Bürgerhaus, wo sie das Ding spannen müssen, den Blitz. Ich will jetzt aber nicht spoilern, obwohl andererseits, hey, der kennt nicht die Filme.
Hallo, also hinter welchem fernen Mond muss man denn wohnen, um halt einfach die Zurück in die Zukunft-Filme geguckt zu haben? Wobei, ich habe einen Kumpel, der hat die Filme auch damals geguckt, der hat aber irgendwie von den Filmen immer ein bisschen Kopfweh gekriegt. Dad, hat er schon begonnen, der Verkauf? Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Doc, Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne? Das ist nicht fair, aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Hey, Marty! Hi, Biff. Schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben sind? Nein, ich schätze, ich... schwelge nur in Erinnerung. Eine Hundefüttermaschine dürfte nicht so... Hoffentlich war das kein Giftgas oder so. Sieht aus wie ein Blitzableiter mit Handkurbel. Oder vielleicht ein blitzbetriebener Bleistiftanspitzer. Wow, das ist, was ich in Verstärker nenne. Es hat ewig gedauert, sie zu reparieren, nachdem ich sie überladen hatte. Und jetzt kauft sie irgendein Trottel für ein paar Cent. Das ist natürlich eine schöne Funktion. Doc hat dieses Modell der Innenstadt von Hill Valley schon 1955 gebaut. Sogar die Turmuhr funktioniert. Was zum... Ist das Docs Notizbuch da drin? Hey, das sieht genau aus wie das Gerichtsgebäude. Das muss man ihm lassen. Er hat geschickte Hände. Biff, kann ich das mal sehen? Das würde super in mein Aquarium passen. Was Neues für den Karpfen zum dran knabbern. Komm, du kennst meine Eltern doch schon ewig. Ja, und? Könntest du mir nicht das Modell des Gerichtsgebäudes geben? Der alten Zeiten wegen. Nö, ich denke, das behalte. Gib es her, Biff! Naja, mal sehen, was wir hier haben. Sieht aus wie ein Plan für irgendwas. Was ist ein Flux-Konformator? Das geht dich nichts an. Doc wollte, dass ich... Brown ist hinüber, Kleiner. Aber das könnte etwas wert sein. Hey Dad, warum hängt an meiner Gitarre ein Preisschild? Entschuldigung, Junge, da war wohl jemand übereifrig. Nimm sie dir, ich kläre das mit der Bank. Wo haben wir denn den blinkenden Inventar? Achso.
Hier ein altbekannter Song. One, two, three. Sieh mal an, Chuck Blödkopf. Ich zeig dir mal, wie das geht. Also, Biff, ich glaube, das ist Martys Gitarre. Oh, natürlich. Sie haben recht, Mr. McFly. Ja, bitte, Marty. Also, lass mal was hören. Wow, das war echt heiß. Wie schmelzende Eiswürfel. Qualität ist gut, aber es braucht mehr Bass. Und Höhen. Und Lautstärke. Das ist gar nicht so unpraktisch. Also, so wird man das, glaube ich. Hey, Dad. Dad, wegen Biff. Ich weiß, du willst helfen. Er spuckt große Töne, mein Junge, aber so zäh ist er nicht. Ich habe schon lange mit ihm zu tun. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Ich aber auch. Ja, das stimmt wohl. Okay, mein Junge, ich halte mich da raus, aber du weißt, wo du mich findest. Hör zu, dieser Verkauf ist ein Witz. Doc ist erst seit ein paar Monaten weg und zufällig ja, weiß ich... Ja, du hast es uns erzählt. Er ist nicht tot, sondern verreist. Angenommen, du hast recht. Hast du daran gedacht, dass diese Reise eventuell nicht ganz freiwillig war? Ich sage es nur ungern, aber Doc hatte eine Menge Schulden überall hier in der Stadt. Vielleicht versteckt er sich vor seinen Gläubigern. Du hast ein völlig falsches Bild von Doc. Sicher, er kann nicht mit Geld umgehen, weil er nun mal größere Dinge im Kopf hat. Trotzdem ist er ein aufrichtiger Mensch. Er würde niemals vor seinen Problemen davonlaufen. Nein, du kennst ihn besser als ich, mein Junge. Aber die Bank hat das Recht, seine Sachen zu verkaufen. Wahrscheinlich solltest du versuchen, ein paar bezahlbare Dinge für dich zur Erinnerung zu finden, bevor Biff sich alles schnappt. Glaubst du, Träume können die Zukunft vorhersagen? Ich mag ja dieses mystische Zeug nicht besonders. Ich glaube aber, dass sie widerspiegeln können, was du über die Zukunft denkst. Dieses Notizbuch ist Docs Erbe. Es ist meine Pflicht, es zu schützen. Moment mal, hast du mir nicht gerade erst erzählt, Doc wäre noch am Leben und würde irgendwo herumreisen? Ja. Warum ist es dann deine Pflicht, sein Erbe zu schützen? Beides geht nicht, Marty. Wenn Doc lebt, kann er sein Erbe selbst schützen. Ich schaue mich weiter um. Danke, Dad. Lasst uns mal richtig aufdrehen. Und wie kriegen wir jetzt den Biff wieder von das Ding? Hey, Biff. Ich will das Notizbuch nur, weil ich daran hänge. Es ist wie ein Stück von Doc. Doc ist tot! Zeit, dass du darüber hinwegkommst! Ach, vergiss es. Okay, also wirklich jetzt in die Gitarre? Ach, vielleicht locken, dass er mich die Gitarre nochmal aufhebt. Nun etwas, auf das eure Kinder voll abfahren werden. Danke fürs Warmspielen, Milchgesicht. Sieh dir an, wie ich die Bude rocke.
Wie du meinst. Hau rein, Biff. Oh, Scheiße. Doc, wo sind sie? Gesund, die DeLorean natürlich schon. Ich habe ja immer den Verdacht gehabt, dass der Doc halt einfach ein Auto braucht, dass es schafft, auf 140 Meilen pro Stunde zu kommen. Das ist bei Amerikanern, und das in relativ kurzer Zeit, das ist bei amerikanischen Autos ja schon immer so eine Sache gewesen. Und das auch überlebt, mehr als zwei, dreimal, der Motor. Und der aber zusätzlich noch bezahlbar ist. Und die DeLoreans waren ursprünglich eigentlich, glaube ich, gar nicht so teuer. Doc? Wo kommst du her, mein Kleiner? Und wo hast du Doc gelassen? Okay, Doc, wir haben uns zwar seit Monaten nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass das nicht ihr Schuh ist. Marty? Oh. Marty, wenn du das hörst, dann ist die automatische DeLorean-Aufspürfunktion ein voller Erfolg. Automatisches Aufspüren? Für den Fall, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu meinem DeLorean zurückzukehren, habe ich die Zeitmaschine so programmiert, dass sie auch ohne mich in die vierdimensionalen Koordinaten springt. Wie du weißt, sind Zeitreisen sehr riskant und trotz all meiner Sicherheitsvorkehrungen besteht immer die Möglichkeit, dass ich irgendwann in Schwierigkeiten gerate. Das irgendwann ist jetzt oder schon vorbei oder später. Er steckt in Schwierigkeiten. Marty, du hast schon einmal meine Vergangenheit gerettet. Oder war es die Zukunft? Wie auch immer, ich verlasse mich darauf, dass du das noch einmal tust. Bitte reise mit meinem DeLorean zurück oder vor, in die Zeit, in der ich mich befinde. Du wirst sicher wissen, was zu tun ist, wenn du hier bist. Das war's? Wollen Sie mir nicht sagen, wann das ist? Reise einfach zu dem Datum, das auf der Anzeige der Zeitleitung als letzte Abreisezeit angegeben ist. Viel Glück. Okay, okay, letzte Abreisezeit, letzte Abreisezeit. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon! Mist! Großartig! Wie soll ich ihn jetzt finden? Die Idee wäre ich auch, glaube ich, nicht gekommen. Ich würde den DeLorean aber erstmal in Sicherheit fahren, bevor die Bank verkümmeln will. Was ist doch passiert, Aini? Was weißt du über diesen Schuh, Aini? Oh Mann, ich glaube, er hat eine Fährte aufgenommen. Fahr doch erstmal die Karre weg, Alter. Wenn er wiederkommt, ist die Karre wahrscheinlich zerlegt. Okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wie soll mich das zu Doc führen, Aini? Halt von der Tür zurück! Nun will ich dich mal ansehen. Komm schon, Einstein. Ich es vermutet habe. Unruhestifter! Weg da! Na, wird's bald?
zur Sache, Kind. Wegen dir verpasse ich noch meine Lieblingssendung. Das ist es ja, verstehen Sie? Ich bin nicht sicher, warum ich hier bin. Einstein hat mich hergebracht und... Und? Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal sehen. Ein Schuh? Was soll ich denn mit einem... Ups! Bleib da! Diese Kreatur muss draußen bleiben. Tut mir leid, Einstein. Na, das hat ja ganz schön lang gedauert. Das sind eine Menge Stufen. Den Schuh zurückzubringen, meine ich. Ich habe ihn vor Ewigkeiten verloren. Stell ihn neben den anderen. Viel besser. So sauber und ordentlich. Ich nehme an, du willst jetzt eine Belohnung. Nein, ich... Ich habe nur Tee und Bonbons. Aber... Tut mir leid, dass ich dich einen Rowdy genannt habe. Ich versuche nicht vorschnell zu urteilen, aber letztendlich sind 90% der Leute in dieser Stadt Rowdies. Das ist eine Tatsache. Lies es nach. Setz dich, mein Junge. Das fand ich bei den Amis schon immer krass, dass die wirklich, ich konnte ihr nicht mit Gas kommen. Mach die Zigaretten aus! Da war es im Fernsehen, wenn man die Nachbarschaft observieren kann, gell? Eine verrückte Katzenlady. Ja, die sammelt auf jeden Fall Zeitung. Tja, heutzutage nennt man sowas Messi. Edna. Miss Strickland? Hinter dem Baum macht. Ja? Wissen Sie noch, wann Sie Ihren Schuh verloren haben? Schuh? Dieser Schuh dort. Ach, der Schuh. Meine Güte, was für ein neugieriger Kerl. Weißt du, niemand mag wichtig, Tua. Aber... Oh gut, lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn bei einer Rauferei mit einem Hund verloren. Wann war das? Oh ja, am Tag, an dem die Bar abbrannte. Eine Flüsterstube in Hill Valley? Tu nicht so überrascht, junger Mann. Deine Generation hat die moralische Verdorbenheit nicht erfunden. Die Sünde streift durch Hill Valley seit dem Tag seiner Gründung. Wow, eine illegale Bar. Das war sicher wild. Hat man damals wirklich den Gin aus Schuhen getrunken, wie meine Großmutter erzählt hat? Das darf man nicht romantisieren, junger Mann. Die Prohibition war eine Zeit, in der Gangster die Stadt beherrschten und ehrliche Bürger sich fürchten mussten. Ihr Schuh riecht wahrscheinlich nach Gin, oder? Und wo war sie? Die Bar, die abgebrannt ist, meine ich. Es ist so lange her, falls du nach schwarzgebranntem Fusel suchst. Nein, ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich studiere Geschichte. Geschichtsstudenten, dass ich nicht lache. Eure Generation von Rabauken und Faulenzern sollte sich einmal wirklich für Geschichte interessieren. Miss Strickland? Videothek! Ha? Die Bar war dort am Rathausplatz. Für alle sichtbar und doch versteckt. Genau dort,
wo heute dieser abscheuliche Videokassettenverleih steht. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Ich glaube, das kennt man noch nicht mehr, den Satz. Aber zurückgespult, zurückbringe. Beobachten Sie die Sterne? Nein, mein Blick richtet sich auf niedrigere Dinge. Ist das... Tiftenen! Finger weg von der Radkappe, bevor ich deinen Vater rufe! Was ist mit all diesen Zeitungen? Das ist mein persönliches Archiv. Ich habe jede Ausgabe des Hill Valley Telegraphs je veröffentlicht. Nicht doch. Jede einzelne Ausgabe? Von 1871 bis heute. Wenn es in Hill Valley passiert ist, dann findest du es in meinen Stapeln. Cool. Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Du da! Denk nicht mal daran, dieses Taschentuch auf den Boden zu werfen! Okay, cool. Aber ich würde sagen, wir setzen unseren ersten Cut. Wir sehen uns hier wieder. Mir macht das gerade richtig Spaß. Ich bin gerade übelst auf einem Nostalgie-Trip und ich habe jetzt irgendwie barbarisch Bock, irgendwie die DVD aus dem Schrank zu nehmen. Ja. Ich habe das jetzt nicht auf Videokassette. Ich habe auch, glaube ich, gar keinen. Nee, ich habe auch keinen Kassettenrekorder mehr. Hatte ich noch einen irgendwo? Weiß ich gar nicht mehr, ob ich den damals verkauft habe oder weggeschmissen. Oder ob ich den irgendwo deponiert habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall habe ich zurück in die Zukunft auf DVD mittlerweile. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns hier wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss.